Hallo, was machen Sachen? Ihr seht, es gibt ein neues Update. Ich kann meine Hände jetzt bewegen. Ich habe mir eine Leap Motion besorgt. Ich hatte sie auch kurz auf Twitch eingeweiht. Funktioniert auch relativ gut. Es gibt halt hier und da ein paar Schwierigkeiten, aber es liegt wahrscheinlich mehr an meinem schlechten Setup als an dem Gerät an sich. Ich bin zur schönen Schmiederei. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ich weiß auch noch nicht, wie effektiv ich es in den Videos nutzen werde, weil ich, ja. Es ist noch ungewohnt. Ich muss auch ein paar Feinheiten einstellen. Die einen sind ein bisschen komisch, aber an für sich funktioniert es doch. Ja, wie gesagt, ich kann jetzt Sachen zeigen, irgendwo hinzeigen, Finger hochhalten. Welche schönen Finger. Toll winken. Das finde ich das Beste. Ich kann winken. So schön. Egal. Ich hoffe, es wirkt einfach ein bisschen natureller, als halt ich stehe da und habe nur meine Patschhändchen unten. Oder irgendwie komisch in meiner Seite drin. Ja, sobald man die Hände nicht mehr sieht, wirkt es ein bisschen komisch. Hallo? Komm, hopp. Ja, ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich habe jede Menge Spaß mit dem Spielzeug. Und ja, kommen wir jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema. Wir wollten über Animation sprechen. Oder ich wollte drüber sprechen, ihr müsst zuhören. Ich wollte schon ein bisschen länger über das Thema sprechen, weil ich mag Animation. Ich schaue mir gerne Animationen an, gerade hier auf YouTube. Was mir halt aufgefallen ist, auf vielen Kanälen, die halt sich mit Animationen beschäftigen, weil sie Animation-Memes oder Animatics hochladen, kommt oft das Kommentar, du hast Tweening benutzt, das ist keine richtige Animation. Ich möchte damit halt einmal drüber reden, ein bisschen vielleicht aufklären. Ja, und damit fangen wir an. Ja, die, die mich vielleicht kennen, haben gesehen, ein oder andere Mal habe ich auch schon animiert. Ja, ist nicht so viel. Animationen an sich erstellen mag ich jetzt persönlich weniger. Es ist halt sehr, sehr viel Arbeit, egal ob Frame to Frame oder Tweening. Begriffe werde ich gleich erklären. Aber es ist halt nicht das, was ich mache. Ich bin lieber im 3D-Modellieren, hat ja jeder so seine Sachen. Aber ich schaue sie mir unwahrscheinlich gerne an. Ja. Sagt, und die, die mich kennen, die wissen halt, ich habe studiert, Games Art und Animation. Also Fokus ist zwar im 3D-Bereich, aber damit man den 3D-Bereich halt nutzen kann oder besser versteht, fängt man mit den Basics an und die sind nun mal im 2D. Hallo? Okay, jetzt. Ja, wie gesagt, der Anfang ist nun mal im 2D, damit hat man angefangen, weil 2D war vor 3D da. Und ja, es ist leichter erstmal in 2D zu arbeiten, bevor man in 3D arbeitet. Eine oder andere Animation wird wahrscheinlich auf dem Kanal noch sein. Falls ich eine finde und nicht alle gelöscht habe, werde ich die ja, in der Infobox verlinken. Oder halt am Ende. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich halt alle Animationen gelöscht habe. Ich hab halt ganz, ganz früh auch kleine Animationen hochgeladen. Das war halt, bevor ich YouTube wirklich ja, ernst genommen habe. Ich weiß nicht, ob da noch was übrig ist, weil ich halt jede Menge Zeugs so runtergenommen habe, um halt einfach neu zu starten, wie ich 2019 habe ich angefangen, glaube ich, es effektiver zu machen oder wie ich es wollte, wo ich halt wirklich mehr hochgeladen habe. Egal, kurze Rede, gar keinen Sinn. Wenn ich was finde, lade ich es halt in die Infokarte. Oder unten, guckt unten die Beschreibung, ist, glaube ich, sicherer. Ich habe komplett wieder den Fokus verloren. Egal, wenn man nicht scriptet. Ich glaube, den Unterschied merkt man bei mir sehr stark, weil ich immer komplett abschweife, wenn ich mir kein Skript geschrieben habe, wenn ich einfach frei von der Schnauze rede. Aber jetzt egal. Ich möchte euch nochmal kurz drei Begriffe erklären, bevor wir weitermachen. Das erste ist halt, mein Daumen ist kaputt, egal. Hallo? Zeig eins. Da, hallo? Das erste. Das einfachste, Animation. Das sollte eigentlich jeder kennen. Jeder weiß, was eine Animation ist, aber halt für die, die hinten in der letzten Reihe sitzen, eine Animation ist einfach die Illusion von Bewegung durch Bildern. An für sich ist alles, was man im Fernsehen, Kino oder so weiter sieht, eine Illusion von Bewegung, weil man halt bei einem Video immer verschiedene Bilder hintereinander legt und dann erscheint es als Bewegung, aber es ist an für sich ein Bild hinter einem Bild hinter einem Bild. In den meisten Fällen für Kinofilme und Fernsehfilme ist man bei 24 Frames pro Sekunde, also 24 Bilder in einer Sekunde hintereinander abgespielt, ist ein Film. Videospiele gehen halt ein bisschen höher, das kennt bestimmt der eine oder andere, 30 FPS oder 60 FPS sind halt mehr Bilder pro Sekunde. Ganz grob kurz erklärt, wenn ich das genauer ausführen würde, würden wir halt wahrscheinlich morgen früh noch hier sitzen. Eventuell eine Sache für ein anderes Video, dass man einfach mal Geschichte der Animation oder so weiter mal grob durchgeht. Ist ein langes Thema, aber ist sehr spannend. Vielleicht mache ich das ja mal bei Zeiten, wenn ich Zeit habe oder so. Egal. Das nächste ist halt einmal, sind eigentlich zwei. Die packe ich irgendwie ein bisschen zusammen. Geht einfach darum, ja, wie kann ich was animieren? Man kann ganz, 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 ganz grob unterscheiden zwischen Frame to Frame und Tweening. Ich sage, das ist jetzt halt die grobe Einstellung. Es gibt dazwischen halt noch sehr viel mehr. Aber wie gesagt, wenn ich das alles erklären würde, stehen wir halt morgen früh noch hier. So, jetzt erstmal ganz, ganz grob erklärt, Frame to Frame.
Bei Frame-to-Frame handelt es sich quasi immer darum, wenn man ein Bild zeichnet, dann halt das nächste Bild zeichnet, den nächsten Frame und den nächsten Frame und den nächsten Frame, dass man halt wirklich jeden einzelnen Frame, egal ob per Hand oder digital, einfach, dass man jeden Frame zeichnet. Der ist immer separat gezeichnet und kommt dann hintereinander. Wie beim Daumenkino, das kennt auch bestimmt, sollte jeder kennen. So ein Daumenkino, gehst du durch und hast dann halt verschiedene kleine Bilder, flatterst sie durch und dann hast du eine Bewegung, eine Animation. Bei Tweening ist es ein bisschen anders da. Bei Tweening setzt man, grob gesagt, da gibt es halt auch wieder viele Unterschiede, wie man es machen kann, je nachdem, was man macht. Aber grob gesagt, man hat halt einen Fixpunkt und einen anderen Fixpunkt. Da hat man dann verschiedene, entweder ein komplettes Bild oder ein Bildteil, dem man halt sagt, okay, Position 1, bei Frame 1 bist du hier und dann bei Frame 10 bist du da. Und dann das dazwischen, alles hier dazwischen, warte, so, alles so dazwischen, das berechnet ein Computer. Du machst wirklich nur Anfang und Ende von einer Bewegung, einer Aktion. Egal, ob das jetzt größer, kleiner, heller, dunkler, was weiß ich wird, wird halt Anfang und Ende berechnet und der Computer, ich komme da mit den Händen euch sogar, und der Computer tut halt die Zwischendinger berechnen. Das ist grob gesagt Tweening, das halt momentan anscheinend sehr verpönt ist, obwohl es eigentlich eine ganz normale Art und Weise ist, was zu animieren. Ja, viele haben halt den Gedanken, wenn es nicht Frame-to-Frame animiert ist, ist es keine Animation, weil es halt anders sehr gemacht wird. Klar, Frame-to-Frame ist halt die aufwendigere Animation, es braucht mehr Zeit, weil man halt jeden Frame einzeln zeichnen muss oder jeden zweiten Frame, je nachdem. Weil man muss halt viel mehr Einzelsachen zeichnen. Bei Tweening hat man die Sache, wie ihr im Hintergrund seht, bezeichnet die verschiedenen Assets. Hier in dem Falle die verschiedenen Körperteile einzeln auf verschiedene Layer. Wie gesagt, hier im Photoshop habe ich jetzt bei dem Kollegen Error alle Körperteile, die sich voneinander bewegen, auf einem separaten Layer und werde die später in einem Programm halt separat bewegen. Ich würde sagen, du rotierst dich, du skalierst dich, du bewegst dich irgendwo hin. Das sehen wir dann ein bisschen später. Wie gesagt, beide Sachen sind Animation, hat halt beides seinen Vor- und Nachteil. Es kann halt auch persönliche Präferenz sein, was gesagt hat, okay, ich mag den Flow von den Frame to Frame viel lieber. Und einer sagt, ich mag aber die smoothen Bewegungen von dem Tweening lieber. Ja. Jetzt generell zu sagen, Tweening ist keine Animation, finde ich halt einfach falsch. An und für sich, es bewegt sich ja. Es ist halt eine andere Arbeit, man kommt auf andere Weise zum Ziel, aber beide Sachen sind legit. Und einfach der Vollständigkeit halber, um es einfach mal erwähnt zu haben, 3D-Animation basiert auf Tweening. Frame-to-Frame macht halt hier so gut wie keinen Sinn. Hier wird halt alles getweent. A wird festgelegt, B wird festgelegt und der Computer berechnet das dazwischen und man kann es anpassen. Wie halt bei der 2D-Version auch, nur dass man halt noch eine dritte Dimension dazu bekommen hat. Ja, die Diskussion um Frame-to-Frame und Tweening gibt es ja nicht auf YouTube. Hier ist sie am lautesten, oder mir habe ich sie als lautesten empfunden, weil es halt wirklich unter vielen Kanälen einfach steht. Aber die gibt es ja auch halt in, ja, im echten Leben. Im Fernsehen gibt es ja auch die viele Leute, die halt Cartoons sehr, sehr mögen. Haben auch die guten alten Zeiten, wo alles Frame-to-Frame war, weil es alles hübscher und schöner aussieht. Und heutzutage läuft halt alles nur noch Schrott. Irgendwo kann ich sehen, wo es herkommt, weil viele Sachen, gerade für ein sehr junges Publikum, die werden halt einfach auf Masse produziert und halt mit möglichst wenig Aufwand produziert. Sprich, es sieht nicht gut aus. Es hat an für sich mit dem Medium nichts zu tun, ob man jetzt sagt Frame-to-Frame oder Tweening. Wenn man beides gut macht, sieht es gut aus. Okay, was wollte mein Arm gerade? Wenn man es halt gut macht, sieht es gut aus. Das hat jetzt mit dem Medium an sich nichts zu tun, sondern einfach, dass es schlampige Arbeit ist. Gerade bei kleinen Kindern im Programm wird halt nicht so drauf geachtet, dass das halt alles smooth und wunderschön aussieht. Es ist halt einfach, es ist bunt, es ist laut, es reicht. Jetzt halt Sachen für ein älteres Publikum, gerade bei Animes. Der eine oder andere kennt bestimmt Animes. Also wir sind im Internet, das kennt jeder. Gerade da ist es sehr, sehr ja, präsent, dass man halt beide Sachen benutzt. Man kennt es bestimmt viel. Man hat irgendwelche Szenen, die relativ still sind. Meistens Close-up von Gesichtern und nur der Mund bewegt sich und die Augen quasi. Mimi bewegt sich, der Rechte ist still. Das ist quasi auch eine Mischung aus beiden. Und dann geht man halt wieder in die nächste Szene, irgendjemand kämpft und es ist wieder komplett Frame-to-Frame. Also es ist wirklich eine Mischung, je nach Situation wird das oder das genutzt. Da beschwert sich auch keiner. Na gut, außer Fairy Tail, weil die es übertreiben. Okay. Ganz ruhig, ich mag Fairy Tail, aber der Anime ist halt nicht so gut animiert. Aber es gibt halt solche und solches. Medium hat nichts damit zu tun, ob es jetzt schlecht oder gut ist. Es muss halt immer danach bemessen, wird es umgesetzt. Ich hoffe, jemand konnte mir folgen. Generell, nur mal, noch mal erklärt, falls man mir eben nicht folgen konnte. Ich konnte es ja selber kaum.
Mir ging es darum, dass man halt einfach nicht sagen kann, diese Art, das zu machen, ist schlecht und diese Art zu machen, ist es besser. Es kommt immer darauf an, wie wird es wirklich genutzt. Man kann Frame-to-Frame gut machen, man kann es schlecht machen. Es hat aber mit dem Frame-to-Frame nichts zu tun, es hat einfach damit zu tun, dass das jetzt schlecht umgesetzt wurde. Das gleiche ist bei Twinning. Man kann es gut machen, man kann es schlecht machen. Ja, das hat mit Twinning dann halt generell nichts zu tun, einfach nur, dass es schlecht umgesetzt würde. Aber Twinning allein dadurch wird nicht schlecht. Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken jetzt ein bisschen klarer machen. Ja, ich hoffe, jemand hat mich verstanden. Manchmal tue ich mir echt schwer, was das Erklären angeht. Egal. Aber jetzt sollte es eigentlich rüberkommen, was ich hinaus wollte. Es ist nicht immer das System oder das Medium ist schlecht, sondern einfach, wie wird es genutzt? Es kann alles gut genutzt werden, es kann schlecht genutzt werden. So, einmal wieder zurück zu YouTube, wo ich eigentlich hin wollte, weil gerade hier finde ich es richtig schade, dass halt teilweise richtige Hetzjagden gemacht werden zwischen Creator, die halt mehr Tuning machen gegenüber denen, die Frame-to-Frame machen. Gerade hier finde ich es halt ultra schade, weil es halt hier gerade viele junge Leute, unerfahrene Leute und so weiter, die sich gegenseitig anbitchen, weil der andere was macht, was der andere nicht gerne macht. Es kann ja sein, dass, keine Ahnung, Brigitte hier macht gerne Frame-to-Frame. Die liebt es, Frame-to-Frame zu animieren und ist halt für sie das How-to-Go. Aber dann haben wir hier drüben, ja, Markus. Der hat meinen Arm gerade gebrochen. Egal. Wir haben hier drüben Markus, der macht halt lieber ja, Tuning. Weil es ist ihm lieber, ihm gefällt das lieber und beide haben ja ihre Berechtigkeit. Beide sind ja Animationen. Der eine macht so, der andere macht so. Aber dass dann halt immer der Creator gegen den Creator hetzen muss, weil der andere was anderes benutzt, ist halt, finde ich, extrem schade. Gerade bei so jungen Leuten, die halt SS lernen wollen. Die wollen drin besser werden. Es ist keiner von denen wird bezahlt oder so weiter, profimäßig, dass sie sagen können, okay, es wäre halt karrieretechnisch besser, das oder das zu tun. Karrieretechnisch wären halt alle bei Markus, weil er wird wahrscheinlich in der Industrie eher einen Job finden, wie jemand, der Frame-to-Frame macht. Weil momentan ist das halt die Art und Weise, wie in unserer Zeit halt animiert wird. Es wird viel mehr getweent als Frame-to-Frame gemacht. Einfach, weil es auch für die Studio wesentlich günstig ist. Aber wenn es jemand für sich privat macht, weil er es gerne macht oder weil er halt sein Zeug auf YouTube teilen will, weil es ihm Spaß macht, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich mache den Quatsch hier ab, weil ich Lust zu habe. Nicht, weil es mir irgendwas bringt. Weil ich Bock drauf habe. Deswegen mache ich das. Und dann sich gegenseitig so zu hetzen, weil der eine das andere macht, das ist ja komplett sinnlos. Komplett wahnsinnig teilweise. Und teilweise bringen die Leute sich auch gegenseitig dazu, aufzuhören mit ihrem Hobby. Weil halt, was weiß ich, der eine den anderen mobbt, weil halt du tweenst, ich nicht und du machst Frame to Frame und das finde ich kacke und hü und hott. Dass teilweise einer von beiden dann aufhört, weil er einfach keinerlei Bock mehr hat, sich mit dem zu beschäftigen, was halt gegen ihn an den Kopf geknallt wird, weil er halt was anderes macht. Das habe ich leider jetzt schon so oft gesehen, dass gerade viele junge Creator halt sagen, okay. Ihr hetzt mich, er mobbt mich teilweise richtig, weil ich so animiere, wie ich animiere. Ich habe da keinen Bock mehr und lade halt nichts mehr hoch und mach's im Endeffekt halt gar nicht mehr. Weil es motiviert halt, also ich kann halt sagen, ich zeichne auch und mich motiviert es richtig, wenn ich sagen kann, guck mal hier, das habe ich gemacht. Schau doch mal dieses Bild an oder dieses Modell an. Das macht viel, viel mehr Laune, wenn ich es jemandem zeigen kann und Feedback kriege. Sei es jetzt halt Kritik von wegen, ja, das hättest du besser machen können oder als sagen können, ja, das hast du toll gemacht. Beides finde ich super. Weil man ständig immer noch einen Deckel kriegt, weil man das macht, was man will, dann verliert man die Lust dran. Und das, ja, Macarena? Egal, das finde ich halt total schade. Das ist halt das, da blutet mir so ein bisschen das Herz. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im deutschen Raum zum Glück halt auch weniger darüber gefunden. Es ist wirklich teilweise im englischen Raum und was da abgeht, ist teilweise halt echt eine komplette Shitshow. Ich weiß nicht, was da abgeht in manchen Communities. Das ist halt echt schlimm. Ich werde vielleicht ab und zu mal ein Video drüber machen, weil das ist teilweise wahnsinnig. Also wie toxisch manche Leute sein können gegenüber anderen, das ist mir komplett verständnislos. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ja. Ich finde es schöner, wenn man sich alle gegenseitig unterstützt. Feedback ist gut, Lob ist gut. Einfach, dass ein Austausch stattfindet. Aber diese Hetzerei, das ist teilweise Verfolgung von anderen, das. Hetzjagd, das ist nicht schön, das muss nicht sein. Ja, so viel erstmal dazu, ja. Kommen wir zum Bild zurück. Ihr habt ja fleißig verfolgt, wie ich das gemacht habe. Oder auch nicht. Wenn nicht, müsst ihr das Video zweimal gucken, wenn es euch interessiert. Egal. Ich war mir am Anfang nicht einig, ob ich es animieren wollte und habe es halt erst normal gezeichnet, wie ich es halt immer zeichnen würde.
Und so mittendrin kam mir die Idee, ja, du könntest das ja eigentlich mal animieren. Machst du so ein bisschen, nur eine kleine Animation, nicht so viel, es bewegt sich nur so ein bisschen. Und hab dann halt, ja, nachdem ich das Lineout fast fertig hatte, nochmal von vorne angefangen oder quasi einfach das Lineout, was ich hatte, verbessert, so dass ich es dann halt mit Hilfe von Tweening animieren kann. Sprich, ich schiebe Sachen hin und her, mache sie größer, kleiner und so weiter. Ja, wie ihr das jetzt wahrscheinlich gerade seht, wir müssten jetzt soweit sein, dass wir in After Effects sind. Entweder habt ihr den schon Teil gesehen oder nicht. Beim Aufnahmen von Videos bin ich mir da nicht so sicher, wie weit ich eigentlich bin im Video. Aber entweder sind wir gerade oder sind schon eine Weile in After Effects und ihr seht, ich schiebe Sachen hin und her und setze Punkte. Um einfach nur mal ganz grob zu erklären, was ich hier eigentlich tue in After Effects. Ihr habt ja einmal hier das Bild. Ihr seht ja, die Animation ist halt in meinem Viewport, ist die Animation, was sich bewegt. Ich bewege halt immer, ich animiere generell immer einen Part nach dem nächsten. Das finde ich einfacher. Ich sage, ich mache einen Bereich, den mache ich fertig und dann gehe ich zum nächsten, mache die Animation halt. Entweder die komplette oder halt einen gewissen Part, dass ich halt dann halt immer verschiedene Parts habe, ich dann aneinander puzzle. Die puzzle ich dann halt aber nicht direkt in After Effects zusammen, sondern meist dann halt in Premiere und pflück das immer so ein bisschen zusammen. Kommt auch immer darauf an, wie lang die Animation ist. Bei sowas Kurzem mache ich halt komplett, die geht halt jetzt so Pi mal Daumen, was weiß ich, 10 Sekunden, wenn überhaupt. Das nächste, was wichtig ist, ist das, was unten drunter ist. Ihr habt einmal ganz lang die Timeline und dann ganz links in der Ecke unten ist halt einmal, sind die Assets aufgelistet, die gerade im Viewport sind. Ja, und da sind halt alles festgelegt wie Position, Rotation und hast du nicht gesehen, all diese Sachen kann ich keyen und halt manipulieren. Ja, in der Timeline darunter ist halt der Rest der Linie, ist halt einfach meine Zeit angegeben in Frames, wo was ist und diese kleinen Kästchen, diese grauen Pünktchen, die sind halt einfach verschiedene Frames, wo ich gesagt habe, okay, hier habe ich mir irgendeinen Wert gemerkt. Das ist jetzt nur mal ganz grob erklärt, was ich hier tue. Wenn ihr mal Lust so habt, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein After Effects Tutorial haben wollt, wie man halt was animieren kann, was kleineres, was simpleres. Ich fokussiere mich hier eigentlich mehr auf Unreal, aber so kleinere Tutorials kann man mal zwischendurch rumschmeißen, wenn sie halt nicht so komplex sind. Eventuell will ich mich jetzt auch ein bisschen auf VStreaming fokussieren und VTubing, also das, was ihr hier seht, dass ich meine Erfahrungen mal mit euch teile, weil A, es macht mir tierisch Spaß und ich will mein Wissen mit euch teilen. Da wird es jetzt ab und zu einmal das ein oder andere Tutorial oder Video auch zu geben. Ich werde euch demnächst, wenn es klappt, ein paar Programme vorstellen, mit denen ihr halt einmal Charaktere nutzen könnt. Die auch kostenlose Programme werde ich euch vor allem vorstellen, weil wenn man anfangen will, will man nicht direkt Kohle ausgeben. Auch das Programm, was ich hier nutze, ist das, was ich halt gerne nutze, weil sonst würde ich es ja nie nutzen. Das ist auch kostenlos, das werde ich euch vorstellen. Das ist, finde ich, eins der besten Programme, also finde ich persönlich. Stelle ich aber auch andere vor, ihr könnt ja für euch aussuchen, vielleicht hat ja der andere Vorlieben oder es funktioniert für einen anderen Computer besser. Wie gesagt, ich werde euch verschiedene Programme demnächst mal vorstellen, was es gibt. Ich werde euch auch nochmal VWorld Studio ein bisschen erklären. Da werde ich vielleicht das ein oder andere Tutorial machen, weil das ist halt wirklich wieder ein komplexes Thema. Und worauf ihr freuen könnt, das wird wahrscheinlich demnächst sogar kommen, wie man halt mit Unity zusätzlich halt die Charaktere überarbeiten kann. Weil da bin ich tierisch stolz, dass ich das herausgefunden habe, dass das funktioniert. Ich habe mich meiner Nora, also dem Charakter, den ich gerade hier nutze, ein Bikini gegeben. Oder später mal in einem Tutorial, wie ich euch zeige, wie ich das tatsächlich gemacht habe. Es ist nicht so einfach, es ist ein bisschen komplexer und halt, ja. Und wie bei meinem Unreal-Tutorial werde ich halt versuchen, alles so zu erklären, dass halt auch jeder ohne großes Vorwissen halt diese Sachen nutzen kann. Dass ich wirklich Schritt für Schritt alles durchgehe und von Anfang an erkläre und so ein bisschen erkläre, warum man das jetzt eigentlich so macht und warum es nicht funktioniert, wenn man es so macht. Ja, wie ihr seht, habe ich ja eigentlich viel vor, nur fehlt mir es momentan an Zeit und auch ein bisschen halt an Ruhe. Wie ihr es eventuell vielleicht hört, im Hintergrund fahren halt viele LKWs. Und sobald ich halt ein bisschen mehr Zeit habe und flüssiges Internet, bin ich halt am Stream. Ich muss da ein bisschen mehr ja, Timing reinkriegen. Vielleicht, ich habe jetzt demnächst eine neue Arbeit. Vielleicht kriege ich da irgendwie eine Routine rein, wo ich dann halt auch tatsächlich schaffe, ein bis zwei Videos die Woche halt wirklich durchzuziehen und nicht halt einfach Timelapse da reinzuklatschen, dass ihr überhaupt irgendein Video kriegt, ohne halt großen Inhalt. Ich habe halt sehr viel Spaß am Reden. Kann so Quatsch machen mit den Händen jetzt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr halt noch mehr von mir sehen wollt oder halt, wenn euch die Tutorials gefallen. Oder generell kommentiert, wenn ihr irgendwas sehen wollt, was bestimmt ist, wenn ich irgendwas vorziehen sollte, wenn ihr sagen, wenn ihr jetzt sagt, oh geil, ich hätte jetzt voll gerne ein Tutorial halt für, wie animiere ich irgendwas in After Effects oder voll geil, ich hätte ja auch gerne so einen Charakter, zeigt mir, wie ich ein Programm
Oder wenn ihr sagt, so, oh, voll geil, ich hätte jetzt auch so gern so einen Charakter, ich würde gern meinen eigenen Charakter machen, oder wie nutze ich den, dass ihr die Kommentare schreibt, dann ziehe ich die Videos natürlich vor. Was ich gewünscht wird, ziehe ich vor. Ich will ja auch ein bisschen für euch hinarbeiten und ja, ihr gebt mir irgendwie einen Anhaltspunkt, weil ich habe momentan so viele Ideen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viel angefangen zu machen und dann ist das irgendwie halbherzig geworden, das ist dann auch Kacke, das lade ich nicht hoch. Ich will ja dahinter stehen, was ich tue, nicht so halbherzig, ich rotze da irgendwas hin. Es reicht schon und lad das hoch. Das will ich ja auch nicht. Ich will ja schon ein bisschen, dass ich sagen kann, das habe ich jetzt gut gemacht. Das ist ein tolles Video. Ich bin immer noch begeistert von den Enten. Gerade die T-Shirts. Ich muss aber, glaube ich, über die T-Shirts mal drüber gehen. Man guckt hier so ein bisschen Zeugs raus. Egal, das ist jetzt eine Sache, was komplett anderes ist, muss ich privat machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch Like, ein Abo da. Ja, was kann man sonst noch machen? Habe ich eine Glocke? Ich weiß gar nicht. Ich kann mal bei mir die Glocke drücken, ich glaube nicht. Egal. Haut den Like-Button und ja, drückt den Abonnieren-Knopf. Keine Ahnung. Das kann ich nicht. Ja, und dann danke fürs Zusehen und man sieht sich. War eine lange Endcard. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.